lost. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? So. Naja, dann endlich geht's los. Ich habe ja gesagt, dass wir heute wieder was Neues kriegen oder ab heute wieder was Neues bekommen. Heute geht's los mit Conan Exiles und im Koop-Modus. Und ja, legen wir los. Wa? Jo. Was spielen wir denn überhaupt auf für die Stärke? Nur so nebenbei. Gute Frage. Ich, was habe ich gesagt? Achso, wir können ja, wir müssen erst auswählen. Insel von Siebter, ne? War ja der Plan. Ich bin auf Siebter, ja. Ah, warte mal, dann müssen wir es. Genau, zivilisiert, dekadent und barbarisch. Ich würde sagen, wir spielen es auf. Erstmal auf zivilisiert, oder sollen wir dekadent spielen? Ich weiß nicht, was willst du? Ich glaube auch zivilisiert. Ja gut, Survival-Titel, ich habe schon ein paar Sachen. Kann ich dir aber halt auch nicht so richtig sagen, weil ich ja online spiele. Da hat es halt keine so richtige Schwierigkeit. Ja gut, ich habe ja schon The Forest gespielt, das ist ja so ein bisschen damit zu vergleichen. Ja, so ein Zwischending aus The Forest, Minecraft und... Ja, weiß ich nicht. Ja, dann machen wir es auf Dekadent. Komm, starten wir auf Dekadent. Dekadent war jetzt das Schwierigste, ne? Ne, das Mittlere. Achso. Ja, achso, ich muss auf. Ich darf nicht auf X, sondern auf Viereck. Ich hab nämlich ganz auf X gedrückt und dann war es halt falsch. So. Na dann. Schauen wir mal. Ich habe übrigens gerade erst angefangen. Also werde ich werde viele Fragen haben. Zwischendurch mal. Aber. Weil der Tandy aus. Bei dem Spiel sowieso nicht. Ja. Das entwickelt sich so schnell weiter. Hm. Achso, wer jetzt wissen will, wer die andere Stimme da gerade nebenbei neben mir ist. Das ist Yoshi. Lädst du mich dann ein? Ich, mach ich hänge gleich, so ja. Einsam ich hab ein kleines Video gerade kurz. Sekunde.
chained and bound aboard a slave galley out of Argos. The prisoner was carried south under threatening skies. So, gut. Als nächstes, du hast deinen Charakter schon fertig? Nee, du musst mich erst einladen. Kann ich dich so schon einladen? Das. Ja, warte. Nee, mal. Du. Geht das? Ja, ja. Nee, kann ich nicht, weil ich muss meinen Charakter erst erstellen. Ja, dann erstell erst du deinen. Gut. Dann hänge ich dann hier noch so ein bisschen im Titelbildschirm rum. Dann machen wir das so gerade tatsächlich. Ich stell mir tatsächlich mal den weiblichen Charakter. Den männlichen Charakter werden wir dann gleich auf der anderen Seite sehen. Sehr wahrscheinlich, oder? Ja. Gut. Spielen wir das ein bisschen. Ist es tatsächlich möglich, in diesem Spiel auch Nacktgeschichte gegenzuräumen? Je nachdem, ob das Video vielleicht auch in die USA erscheinen könnte oder vorgeschlagen werden könnte. Ich habe es deaktiviert. Also wir werden keine Nacktcharakter sehen. Und ich weiß, wie YouTube sich da so manchmal ein bisschen hat. Sicher ist sicher und auch das Spiel wird übrigens ab 18 erst zu erscheinen, zu sehen sein. Also ihr müsst angemeldet und volljährig sein. So, dann fangen wir mal an mit Volk. Warte mal, ich guck mal gerade. Da ich natürlich auch blonde Frau, also da ich auch blonde Frauen stehe, werde ich auch eine blonde Frau mir erstellen. So, was war jetzt, hast du gesagt, was war, Set war das, glaube ich, ne? Bei der Religion, ne? Seht, ja, also kannst du, musst du aber nicht. Also jede Religion hat halt seine Vorteile, bis auf Grom. Da gibt's halt nichts, aber. Ja, das war, glaube ich, irgendwo mal in einem Video zu sehen. Ja, tatsächlich einfach so diese Hilfebildschirme. Ne, wir werden es mitnehmen, so wie ich das tatsächlich privat im normalen Online-Modus spiele. Ich spiele es ja auch, wie gesagt, online, aber gerade erst angefangen. So, Stimme. Verzweifelt. Death is wild. Nee, der war wild. So. Komm. Haare. Schön blond. Jawohl. So. Augenbrauen. Du musst wahrscheinlich gleich auch deinen Charakter noch erstellen. Aber ich kann es halt, wie gesagt, selber erst machen. Kann ich das einladen, wenn ich. Wenn ich meinen Charakter erstellt habe. So. Augenschatten. Lippen. Gesichtsdetails. Gut, das brauchen wir nicht. Das lasse ich auch, muss ich ehrlich gesagt, Körpermerkmale. So, Statur, Nacktheit, keine. Wie gesagt, wir können es eigentlich auch teilweise vollstellen, aber ich mache es nicht. Also, wir haben es, wie es unten drunter steht, ausgestellt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du es auf 18 stellst. Ich riskiere es jetzt gar nicht, ich lasse es aus. Es könnte natürlich sein, dass es dann funktionieren würde, aber ich will es gar nicht erst riskieren. Ich habe keine Lust, einen Strike zu bekommen auf meinem Kanal. So, allerdings. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie YouTube sich da hat. Ja gut, so oft ziehst du die Charaktere eh nicht nackt rumrennen. Am Ende hast du ja dann sowieso eine Rüstung an und dann. Ja, aber muss es halt. Ich will es nicht riskieren. So, Charakter wird fertiggestellt. Machen wir das so. Bearbeiten.
schon mal. Ah, wie nenne ich meinen Charakter? Ich nenne es einfach Chantal. Komm. Sie heißt ja Chantal. Chantal. Sie heißt Chantal. So, ja, bestätigen. So, dauert jetzt ein bisschen. Also, welche Startposition hast du jetzt gewählt? Hahaha, gute Frage. Nächste Frage. Das habe ich mich tatsächlich nicht gemacht. Das wird jetzt lustig, weil sonst können wir uns jetzt doch die ganze Map suchen. Ja, je nachdem, was du jetzt gleich kriegst. Ich weiß nicht, wo ich. Warte mal, ich muss gleich gucken. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt tatsächlich nicht dran gedacht. Ich habe es auch gesehen, aber ich habe nicht dran gedacht. Ja. Gibt ja nur 4 Startpositionen. Ich meine, hier am Anfang der ersten Folge werden wir sowieso größtenteils Charakterstellung machen und so ein bisschen uns zu finden. Und ich glaube, das Richtige wird heute dann erst auf der nächsten Folge. So, warte mal. Ich gucke jetzt gerade mal auf die Karte. Wo stehe ich denn? Kannst du mich bitte erstmal einladen, bevor du guckst, wo du stehst? Ja. So, und? Server. Freund einladen, da ist es. Jetzt muss ich gerade gucken. Einladung wäre raus. Ja. Ich stehe übrigens unten im Südosten. Also ja, unten. Perfekt. Unten in der unten auf jeden Fall. Also obere Teil der Karte, aber unten. So, wie gesagt. Ja, dann hast du Südosten gewählt, dann. Kann sein, ja. Perfekt. So, gucken wir mal gerade kurz, was wir brauchen. Stärke, Beweglichkeit, Vitalität, Autorität, Stehvermögen und Kompetenz. Was ist denn als erstes Stärke, ne? Vitalität. Vitalität. Ist das so? Ich habe nämlich einen Punkt erstmal zu abzugeben. Genau. Ja, ich stehe quasi auf diesem Verbindungsstück am Strand zum unteren Teil der Map. Wie ihr seht, viel ist da nicht gerade aktuell. Wir spielen uns das Erweiterungsdings Isle of Scepter oder Insel von Scepter auf Deutsch. Quasi das, was wir auch im Online-Modus spielen. Das heißt, am Anfang, wie gesagt, erstmal finden und zurechtfinden. Und ja, erkunden, vor allen Dingen. Und du kannst dabei ja schon mal einen Clan erstellen. Einen klaren Namen und sowas. Ja, kann ich machen. Klar, Karl, gute Frage, nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. Jemand spontan gerade eine kurze Idee, wie man es nennen könnte? Club der Ahnungslosen. Machen wir so. Wenn wir uns einfach wirklich tatsächlich Club der Ahnungslosen. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ich könnte natürlich auch eine andere Religion wählen. Das kannst du machen. So. Klarname bearbeitet von kleiner Stelle, kleiner Bearbeit. Avatar Riesenspinne. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, eine Religion zu wählen, deren Avatar eine Riesenspinne ist, weil man tierische Angst vor Spinnen hat. Gute Frage, ja. Warte mal. Ich nehme mal Mitra. Ja, alles klar. Warte mal. Klarnamen bearbeiten. Ich glaube, okay. Es steht tatsächlich Club der Ahnungs im klaren Kader oben quasi. Der zeigt das gerade. Oh. Warte mal. Ja, nehmen wir es mal. Dann brauchen wir da was Kürzeres. Ja, ja. Oh Hölle, wie sehe ich denn aus?
ich noch nicht gewonnen. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade tatsächlich ein bisschen in der. Noch auf der Namensfindung. Upsi. Mir fällt gerade echt nichts ein, ne? Ja, überlass mal das gerade mal. Vielleicht hat da jemand da so ein bisschen eine Idee. Ich bin jetzt einfach jetzt erstmal so. Ansonsten nimmst du erstmal irgendwas, wir können es ja später mal noch ändern, weil ich wir brauchen es, den Kern. Ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist. Und komme später nochmal dazu. Warte, genau, ich kann dich ja wie einladen oder so, ne? Ah, ne, warte mal. Ja, aber erst, wenn ich da bin. Okay. Hier, was haben sie denn hier? Steine. Brauchen wir nicht. Finden wir genug. Gucken wir, was wir hier noch so haben. Interagieren. Holz. Okay, die haben nur Stein und Holz. Ich mache so ein bisschen nebenbei mal Aufgaben hier gerade. Ausweichen, Leute erkunden. Klettern könnt ihr, wenn ihr hier dran geht, einfach dann hochgehen mit X anspringen, wie bei Assassin's Creed auch. Braucht aber natürlich, wie ihr seht, Ausdauer dafür. So. Heißer schon trinken. Das geht auch relativ easy. Ihr geht einfach ins Wasser, drückt Viereck. Guckt da unten, drückt auf Viereck. Zeige ich euch gerade kurz. Ich mache es heute, wie gesagt, nebenbei. Ein bisschen. Zack. Essen. Haben wir gerade noch nicht. Brauchen wir noch. Ein Bett oder ein Bettschirm benutzen, ein Werkzeug herstellen und essen sind die so die nächsten Aufgaben. Davor steht ein Hund, den lassen wir mal gerade in Ruhe. Kann sonst böse enden. Etwas, ja. Ja, wenn du so nichts hast zum sich wehren. So. Wir könnten. Sag mal, deswegen, was bin ich denn überhaupt verbannt worden? Besudeln einer Statue, Zerstörung der vierten Mauer, Betrug beim Würfeln. Oh. Ja. Anders kannst du ja nicht gewinnen. So. Das stimmt. Warte mal, wir nehmen mal die Steine mit. Wir nehmen mal die. Das Holz. Oh, jetzt lebt gerade ein bisschen. Da wollte ich die andere Leiche. Die hatte, glaube ich. Einfach alles plündern. Ja, ich guck gerade. Wir nehmen mal alles mit. Gott, wo rennst du denn rum? Ich bin hier vorne bei den Schiffen. Ich guck gerade. Ich muss ja Dinge erstellen. Ich muss ein Werkzeug erstellen. Und ich fange an mit einem. Ach, Äste muss ich erstellen. Okay. Ich brauche ja 5 Äste und. Oh, das war falsch. Ich muss ja, weil ich muss ja Werkzeug erstellen, das machen wir doch gerade mal schnell. Eins, jetzt habe ich vielleicht noch 2 Äste. So, also ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir sind bei 18 Minuten ungefähr. Das heißt noch so 5 Minuten. Warum kann ich das Holz nicht aufheben? Okay. Warte mal, ich erstelle mal einen Stein. Steinaxt, Steinhackmesser, Steinabholzmesser. Grobe Fußweg kann man noch nicht erstellen, weil wir dazu Pflanzenfaser brauchen. Das müssen wir also noch zusammen suchen. Genauso wie ein Trinkschlauch, damit könnt ihr quasi mehr Wasser dazu finden. Fackel ist gar nicht so schlecht, wenn es dunkel wird. Was fange ich denn jetzt am besten mal an? Ich glaube, ein Hackmesser. Eine Axt wäre vielleicht gar nicht so schlecht erstmal. Ein Konstruktionshammer wäre nicht schlecht. Ich habe sowas, hab sowas gerade noch nicht. Ich habe Steinabholzmesser, Steinhackmesser, Steinaxt und einen Steinpickel. Ja, eine Axt wäre nicht schlecht und ein Pickel. Warte mal. Und eine Waffe, also. Ja, ich erstelle erstmal die Axt. So, ich habe ein Werkzeug hergestellt. Was ist das? Was soll ich noch erstellen?
Eine Pickel. Kann ich nicht, weil dazu fehlt mir Äste. Ja, nur gut, dass hier genug rumliegt. Ja. Das ist klar. Nehme ich mal mit. Also ihr beugt euch quasi mehr oder weniger rüber mit diesem Pünktchen hier und drückt einfach nur Viereck, wenn es funktionieren würde. Das kann nicht sein, du hast dir alles schon geplündert. Nö, überhaupt nicht. Einen kleinen, ja, ich muss Klamotten zusammensuchen. Habe ich hier? Austernfleisch. Das heißt, ich kann was essen. Ja, wenn du das jetzt allerdings ist, hast du eine Lebensmittelvergiftung. Okay. Als roh ist er los. Ich nehme jetzt gerade ein bisschen die Äste hier mit. So, dann statt Pickel, ne? Was jetzt das, was ich noch anstellen soll. Genau. Zumindestens erstmal Ressourcen zusammenbauen können. Dann machen wir das doch gerade mal schnell. Und habe jetzt erstmal Zeugs, ein bisschen Attribute, Werte. Oh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Vitalität hoch. So, warte mal. Hilfe! Ich habe da so ein Hündchen hinter mir. Ach ne, mit L1 war das genau. Aua. Wo bist du denn überhaupt? Ja, keine Ahnung. Ich kletter gerade irgendwo hoch, um mich von den Hunden sicher zu bringen. Ich weiß nicht mehr, wo du bist hier. Warte mal, da vorne ist ein bisschen Action. Das könnte theoretisch sein, dass du da irgendwo in der Nähe bist. Oh, ich habe Fahrstuhl gefunden. Oh, außerhalb. Hundi greift Vögelchen gerade an. Ja, der Hundi hat mich auch gerade schon angegriffen. Ach, hier ist ein Buch. Ich habe eine Tagebuchseite gefunden. Okay, also ich komme gleich mal. Ich guck mal gerade wegen einer Fackel vielleicht. Jetzt brauche ich dann Pflanzenfaser und Äste. Zwei Äste und Pflanzenfaser. Ist natürlich jetzt blöd, dass es jetzt gerade dunkel wird. Das heißt, ich muss schauen, dass ich jetzt Zeug schnell zusammenkriege. Ach, Hundi geht weg. Okay, Hundi lässt mich jetzt in Ruhe. Aua! Bis viel. Hund oder das Brathähnchen? Das Hähnchen. Oh. Jetzt lässt mich Hundi nicht in Ruhe. Ab bei mir. Ach ja. Geh weg, Hundi! Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt. Alter. Hey, Hundi, geht mit Schwimmen! Alter, jetzt geht er weg. Okay, Gott sei Dank. Das Problem ist, es wird natürlich jetzt extrem dunkel. Das ist jetzt alles blöde. Ich habe so gut wie kein Leben mehr.
Alter, verpiss dich, Uni. Oh, Alter. Ich seh nix. Ja, ich seh überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo die. Das ist. Also, Uni ist jetzt. Ich sehe echt nichts mittlerweile, aber. Warte mal, ich hab doch irgendwo auszahlen, oder nicht? Ich die mal. Ist mir scheißegal gerade. Also, ich habe jetzt irgendwas gegessen im Mund, im Magen. Ich brauche vor allem die Pflanzenfaser. Wie finde ich jetzt Pflanzenfaser? Warum ich das. Also verpflanzen wahrscheinlich, ja. Würde zumindest einen Sinn ergeben, ja. Ja, ich, hab's, ja ich bin gerade dabei. Ich hab schon. Oh, Pflanzenfasern. Ja, ich will eine Fackel erstellen. Ich hab Bären offen. Ja, ich hab Bären gefunden. Oh. Aber ich kann Lagerfeuer herstellen. Das wäre ganz gut, aber ich gucke, ob ich die Fackel erstellen kann. Schön genug eigentlich mittlerweile. Ich brauche. Pflanzenfaser habe ich hier mittlerweile. Nur eine? Okay. Warte, ich stoppe mal kurz eine neue Folge. Ich glaube, das ist schon lang genug jetzt gerade. Thank you.